Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Power Drill Massacre. Wie ihr schon seht, das Spiel hat eine äußerst interessante Optik und zwar es orientiert sich sehr stark an den ganzen Horrorfilmen aus den 70ern, zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre und Konsorten. Wir fangen ein neues Spiel an und ich sag's gleich, das Spiel ist grafisch nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit, aber um das geht's ja gar nicht. Es geht um den Schrecken. Los geht's. Puppets Combo präsentiert uns das Ganze. Es ist übrigens ein kostenloses Indie-Game. Der Download-Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und irgendjemand schaltet durch ein Radio. Oder irgendetwas. Aber ich glaube eher irgendjemand. Und wir sehen eine bergige Landschaft. Und die Sonne scheint gerade unterzugehen. Oder auf. Ich kann's nicht sagen. Oh oh. Okay, offensichtlich ein Autounfall. Und wir haben eine Frau schreien gehört. Megan sagt, Jeff! Bist du in Ordnung? Und Jeff sagt, ich fühle meine Beine nicht mehr. Keine Sorge, Jeff, ich werde Hilfe holen. Offensichtlich sind wir dann Megan. Das sind die schlimmsten Kopfschmerzen aller Zeiten. Tja, Lady, das wollen wir ja mal sehen. Kann ich schon was machen? Aber ich denke, mir geht's gut. Na, hoffentlich. Noch. Es wird dunkel. Ich sollte besser die Taschenlampe aus dem Kofferraum holen. Oh, wow. Okay, die Steuerung ist etwas sehr gewöhnungsbedürftig. Meine Taschenlampe. Aufheben? Ja. Was für ein Geräusch. Wie schalte ich die jetzt ein? Ach so, okay. Ich habe nirgends so eine Batterieanzeige. Wo ist eigentlich jetzt dieser Jeff? Ach, da drin. Hi, Jeff. Keine Sorge, Jeff, ich hole Hilfe. Jeff ist tot. Oder zumindest will er nicht mehr mit ihr reden. Wahrscheinlich, weil sie gefahren ist. Okay, und wir gehen jetzt offensichtlich keine Ahnung wohin. Wäre es nicht klüger, da nach oben zu gehen, wo die Straße war? Power Drill Massacre. Können wir auch rennen? Okay, wir können auch rennen. Lauf, Megan, lauf! Jeff braucht deine Hilfe. Okay. Sind das jetzt Blumen auf ihrem Hemd oder ist das so zerfetzt? Keine Ahnung. Ich folge jetzt einfach mal diesem Weg hier. Kann ich irgendwas anderes außer leuchten? Natürlich nicht. So Sachen wie mit Taschenlampen zuschlagen sind erst in den 80ern erfunden worden. Ist das eine Schlucht? Oh, sieht aus wie ein Gebäude in der Entfernung. Vielleicht kann ich dessen Telefon benutzen. Ja, dann wollen wir mal. Ist immer gut, nach einem Autounfall das abgeschiedenste Haus zu suchen, das man findet. Am besten oben auf einem Hügel. Ein Anwesen, wo irgendein Psycho-Heini drin wohnt. Und nach dem Telefon zu fragen. Und ja, immer dazu zu sagen, man ist allein. Am besten, man ist eine Frau, das ist leider so. Das ist klischeehaft, aber es stimmt. Und wir haben Bildstörungen. Und dann im Idealfall ins Haus reingehen, es ist dunkel. Und dann dem Gastgeber den Rücken zudrehen. Das sind so die Regeln, die man beachten muss, wenn man telefonieren möchte. Ich renne mal wieder etwas schneller. Da ist eine Hütte. Was für ein unheimliches altes Hütchen. Es ist zugenagelt. Ach, echt? Darf ich jetzt da die Klippe entlang? Mann, Megan, was tust du?
Jeff verblutet im Auto und wie gesagt, du hättest die Straße hoch können. Also den Hügel hoch zur Straße. Anstatt hier irgendwo in die Wildnis rein. Ich renne jetzt aus Prinzip die Schlucht entlang, damit Megan so richtig ins Schwitzen kommt. Okay, die Kleine kann zumindest echt lange und ziemlich gut laufen. War sie mal Ausdauersportlerin? Die kennt kein Hindernis. Die ist fest entschlossen. Das macht Liebe, Leute. Liebe kann sowas bewerkstelligen. Liebe und gute Drogen. Warum habe ich das gerade gehört? Ist das jetzt das Haus? Ich vermute mal. Da ist ein Auto. Hallo, wohnt da wer drin? Es ist nur ein Schrottauto. Nichts Interessantes drin. Da haben wir wieder so eine Hütte. Lass mich raten, die ist auch zu... Was? Was willst du von mir spielen? Okay, sieht genauso aus wie das letzte. Wahrscheinlich ist es dasselbe Modell. Okay, ich gehe mal zum Eingang des Hauses. Hallo? Muss ich da zuerst die Treppe hoch, um zum Eingang zu kommen? Also wer auch immer das Haus gebaut hat, hat keine Ahnung, wie anstrengend es sein kann, eine Treppe hochzulaufen, wenn man alkoholisiert ist. Oder das ist der Hintereingang, das kann natürlich auch sein. Ist da jemand? Ich möchte nur das Telefon benutzen. Und die Dusche, wenn möglich, aber vorerst das Telefon. Die Tür ist offen. Hineingehen? Das ist irgendwie voll unhöflich, ja klar. Was für ein unheimliches Gebäude. Ja, da ist ein großes Auge an die Wand gesprayt. Nein, Moment. Hat mich jemand eingeschlossen? Es ist abgeschlossen. Jemand hat mich eingesperrt. Megan, du bist es selber schuld. Dieses Auge ist seltsam. Ich kann es nicht anschauen. Aber es mich. Und wir haben wieder Bildstörungen. Heißt das, dass irgendwas in unserer Nähe ist? Kriege ich das auf? Ich fühle mich, als wenn ich beobachtet werde. Ja, das... Von dem Auge dort wahrscheinlich. Es ist echt, es ist real. Es gehört dem... Powerdrill-Massaker-Typen. Von außen sah das Gebäude relativ gut instand aus und von drinnen jetzt... Oh, hi. Du bist ja niedlich. Ich spiele gerade mit Maustastatur, aber ich frage mich gerade, ob das Spiel mit Controller spielbar ist. Warte kurz, ich probiere es ganz schnell aus. Ich habe meinen Controller hier. Nee, geht nicht. Dabei wäre es gerade von der Steuerung hier mit Controller wahrscheinlich viel angenehmer. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, das Spiel ist noch in Entwicklung. Was steht hier? Spare. Was zum... Lauf! 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 Was zum... Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Nein, nicht schon wieder! Was will das Ding von mir? Muss ich mich irgendwo verstecken oder muss ich einfach nur abhauen? Fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Ich meine, gut, das soll ja das Spiel machen, aber trotzdem. Mann. Da liegt was. Ein Artikel aus einer Zeitung. Ich lese es mal. Die Suche geht weiter. Der zwei vermissten Camper in den Pocono Mountains, Mason C. Sargent und Lori Summers aus Long Island, New York, sind verschwunden. Seit dem 8. Juni. Ihre Campsachen und ihre Habseligkeiten sind gefunden worden. Und die, wie heißen die Dinger? Die Investigatoren, ihr wisst schon, die Bullen halt, haben ein paar Spuren. Es gibt kein Zeichen für Gewalt. Und es ist weiterhin eine Rettungsmission. Der Rest ist weg. Von 1982, vor 5 Jahren. Ach, unser kleiner Psycho... Was?
Unser kleiner Psychogeist mit Bohrmaschine will also... Also... sammelt die Zeitungsartikel. Taucht er jetzt randommäßig irgendwo auf? Das war jetzt gerade echt voll weh. Steht hier oben? Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Es ist hübsch. Ist es jetzt eigentlich im Moment gerade meine Aufgabe, hier rauszukommen? Oder ist Megan immer noch so naiv und sucht ein Telefon? Oh nein. Kamera flickert. Ich mach mal kurz die Taschenlampe aus. Kriege ich die Tür hier nicht auf? Oder ist es gar keine Tür? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Wie viele Toiletten haben die hier bitte? Um die Frage zu beantworten, offensichtlich 3. Da sind wir wieder bei diesem Grinse-Ding. Verdammt. Das heißt, komme ich... Nee, von da war ich. Von da war ich noch nicht, ja. Ich sollte aufhören zu sprechen. Sprechen ist unfassbar anstrengend. Da waren wir, glaube ich, als der Geist auftauchte. Der Mistkerl. Ja klar, lass uns weiter runtergehen in den Keller. Okay. Was zum... Ich wurde umgebracht. Ich wurde umgebracht. Mann, jetzt bin ich schon wieder hier? Ach Mist. Das heißt, ich geh jetzt nochmal in den Keller. Ich verstehe es nicht. Ich habe ja keine Möglichkeit, dem Ding auszuweichen. Ich sehe vor allem nichts. Weil alles voller Blut ist. Da wieder das Flackern. Sugar Tunnel, okay. Da war ich ja gerade. Dann wollen wir einfach nochmal da reingehen. In diesen Sugar Tunnel. Oh, irgendwas ist, glaube ich, hinter mir. Ja, klar. Mache ich irgendwas falsch? Muss ich irgendwie, keine Ahnung, die Taschenlampe einfach ausschalten? Wehren kann ich mich ja nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte ich einfach nicht in diesen Sugar Tunnel gehen. Obwohl, ich mag Zucker. Zucker ist lecker, vor allem im Kaffee. Was ist das hier? Irgendwelche komischen Apparaturen? Sagt sie auch gerade. Sie glaubt nicht, dass ich es benutzen kann. Da leuchtet was. Ist das ein Ring? Moment. Ach, ein Schlüssel. Ja klar, gib her. Stand da gerade, ich habe einen Schlüssel mit blauer Farbe. Ich hätte es nicht so schnell wegklicken sollen, aber egal. Die dazugehörige Tür werden wir finden. Schleichen können wir nicht. Okay. Ich höre dich wieder. Es wäre jetzt witzig, wenn es der Schlüssel zu der Tür wäre. Ist es aber nicht. Da ist der Zeitungsartikel. Ich befürchte fast, ich muss da nach unten. Aber da bin ich ja sofort tot. Ich werde immer umgebracht, ermordet. Megan stirbt an einer Bohrmaschine im Kopf. Lässt du dich öffnen? Nein, da war ich ja auch schon. Das Post ist auch sehr vertrauenswürdig. Sugar Tunnel, ja, ich muss offensichtlich wirklich dorthin. Was haben wir hier? Auch nichts. Da drin irgendwas? Nee. Okay, Zuckertunnel, wie du willst. Wir werden zwar nie beste Freunde werden, aber ich werde jetzt ganz tief in dich eindringen. Ganz tief. Falls ich überlebe. Ist es vielleicht böse, wenn ich renne? Muss ich wirklich gehen? Vielleicht bin ich jetzt sicher. Zumindest sind wir jetzt noch am Leben. Und da ist eine Sackgasse.
Das ist ein Labyrinth hier, verdammt. Und ich habe keine Ahnung, wohin ich muss. Was ist das hier? Es ist immer noch zu schwer, um es zu öffnen. Vielleicht finden wir irgendwo Hanteln und dann trainieren wir 2-3 Tage durchgehend. Und dann sind wir stark genug und... Diese Tür zu öffnen! Nein, Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse! Verdammt! Ich habe gerade das Fenster minimiert und deswegen bin ich jetzt gestorben und habe es nicht mal gesehen. Verdammt. Einmal probiere es noch. Bin ich jetzt auf Retry oder auf Quit? Keine Ahnung, ich gehe jetzt darauf. So. Ich verstehe das Spiel nicht. Was will es von mir, außer mich töten? Ich brauche Anweisungen. Ich brauche irgendwelche Infos. Ich brauche mehr Zeit. Okay, Zuckertunnelchen, komm her. War der da drin? Ja, da ist er. Ach komm, du bist doch wieder hinter mir. Ja, klar. Huh. Nein! Was passiert hier? Ah! Ich verstehe das Spiel nicht. Das Spiel versteht mich wahrscheinlich auch nicht. Also, wenn ihr es selber probieren möchtet, ladet es euch einfach runter. Es macht unheimlich viel Spaß, glaube ich. Vermute ich zumindest. Wenn man es mal schafft, zu überleben. Brauche ich eine Waffe? Brauche ich eine Rüstung? Und vor allem, ist es ein Akkubohrer, den er verwendet? Das sind so Fragen, die werden wahrscheinlich nie geklärt werden. Megan ist tot. Und Jeff wahrscheinlich auch schon länger. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.